Und schon geht das los hier wieder mit meinem Test. Ja, die Laubbläser sind weg. Die Kreissäge ist weg. Alles ist weg. Es ist wieder ruhig. Der Nachbar hat auch aufgegeben. Und ja, das Dach ist fertig. Ich hab's endlich geschafft. Wollte ich einfach kurz mal zeigen. Zack, schon kann ich fliegen. Mache ich nur, um das Dach zu zeigen. Ich mach's gleich wieder aus, keine Sorge. Aber es ist doch ein bisschen einfacher so. Ja, es ist dann doch noch ein bisschen mehr eskaliert als ursprünglich geplant. Man sieht's, glaube ich. Es geht massiv in die Höhe. Und das ist mit dem Weltaufbau. Ich raff's nicht, keine Ahnung. Beim Aufnehmen ist es, beim normalen Spielen ist es nicht. Tja, es wird damit irgendwie zusammenhängen. Jedenfalls, das Dach. Ich fliege hier einfach einmal rum. Das ist soweit durch. Ja, man sieht so ein bisschen mit dem Licht. Selbes Problem wie bei Minecraft. Diese Dachschrägen hier. Oh, da ist übrigens eine fehlerhaft. Nee. Die ist einfach nur irgendwie gedreht. Diese Schrägen hier, die sind nicht ganz undurchlässig. Das heißt, es spiegelt sich alles, oder es scheint alles so ein bisschen durch, das Licht. Aber es ist nicht weiter tragisch. Ja, die Ecken finde ich noch nicht so ganz geil. Da habe ich aber noch keine richtige Lösung für gefunden. Ich lasse die jetzt einfach erstmal so. Aber ich meine, für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand irgendwie eine Idee hat, wie man hier mit diesen Ecken verfahren könnte. Habe überlegt, ob ich einfach diese Plättchen da drauf lege, aber sieht auch nicht so ganz geil aus. Ich habe leider noch keine Ahnung, was ich damit mache. Vielleicht lasse ich es auch einfach so. Weil von unten und von innen sieht man sie so oder so nicht. Einmal wieder runter hier. So. Dann machen wir hier gleich mal Rogue Fly. Revoke Single Player Fly. Ja. Doch, ist alles weg soweit. Oh, man sieht übrigens, oben in der rechten Ecke, da läuft eine Uhr. Die aktualisiert sich alle 5 Sekunden. Da habe ich einfach spaßeshalber so ein bisschen rumprobiert. Wollte da so ein bisschen irgendwie was einbauen, habe in meinem Testforum auch gefragt, wie es denn nun geht, und letztendlich hat es dann doch irgendwie hingehauen. Hab da jetzt erstmal eine Uhr reingesetzt. Da seht ihr auch, wann es jetzt aufgenommen wird. Das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme nicht mehr drin haben, aber ich will es jetzt auch nicht rausnehmen. Wieso bin ich denn so schnell? Nee, aber fast und das. Na egal. Ich würde schon irgendwie passen. Mal hier mal eine Einrichtung. Die habe ich jetzt auch mal reingebaut. Das ist mir zu schnell. Ist das Original so schnell? Bin schon ganz durcheinander hier. Nee, also. Ich habe jetzt eine Einrichtung eingebaut, ein paar Tische reingestellt, ein paar Stühle reingestellt. Das mit der Bar habe ich nur nicht gemacht. Ich kann das mal eben zeigen. Na komm. Das Problem ist, abgesehen davon, dass der jetzt schräg steht, der Stuhl, die sind doch sehr winzig, diese Stühle. Und so als Barhocker eignen die sich nicht so wirklich. Deswegen ist das jetzt hier ein ganz normales Restaurant. Mit einer Durchreiche in die Küche und fertig. Ja, aber man sieht's von den Proportionen her, es kommt nicht alles super 100% so hin, wie es dann auch wirklich sein sollte in der Realität. Und der Garderobensterne, der hängt jetzt mal hier im Raum. War doch hier draußen so ein bisschen doof irgendwie, so ganz alleine. Im Keller habe ich nichts gemacht. Im ersten Stock, der Boden ist soweit fertig. Nächster Schritt sind jetzt hier die Möbel, die dann da reinkommen. Ein paar Sofas hatte ich ja gesagt. Hier eine Sitzecke rein. Hier irgendwie was zum Sitzen hin. Hier hinten vielleicht nochmal irgendwie so 2-3 Tischchen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, das ist hier nicht so super 100% schön, aber lässt sich mit leben.
Die Räume haben alle... Na komm. Haben alle einen anderen Boden. Oh, das hatte ich ja letztes Mal schon gezeigt, hier die beiden Räume. So, so. Hier ist noch kein Boden drin. Da weiß ich auch noch nicht, was ich da reinbaue. Zack. Und hier ist jetzt so ein Boden drin. Da muss ich auch noch mal gucken, was ich dann mache. Hier mit den Holzbrettern. Ah, da weiß ich auch noch nicht. Werde ich aber wahrscheinlich so lassen. So. Kurz mal ein Schlückchen getrunken. Und dann gucken wir mal die nächsten Stockwerke an. Ja. Hier habe ich überlegt, dass das Dach doch jetzt sehr, sehr riesig geworden ist. Ob ich hier genau wie ein Stockwerk tiefer auch nochmal ja, so ein Zimmerchen reinbaue, wo dann Leute drin übernachten können. Also so Gästezimmermäßig quasi ein bisschen luxuriöser, ein bisschen mehr Platz natürlich überall. Und dass dann der Wirt und seine Angestellten einfach die Dachgeschosse beziehen. Ich meine, da ist jetzt ausreichend Platz. Hier die Ecke ist frei, da ist frei, hier kann man was reinbauen, hier geht was rein. Ja, hier endet das so ein bisschen. Dafür geht's dann hier in den Turm. Hier, das ist jetzt hier die Turmseite, dieser Doppelknick, der da drin ist im Haus. Kommen wir dann hier ins nächste höhere Dachgeschoss. Ja, hier ist so ein bisschen Lagerhalle oder sowas. Hier kann man auch nochmal was reinbauen. Ja. Hier geht's auch nochmal weiter. Hier, hier. Hier alles schön mit Dachschrägen. Und dann geht's noch ein höher. Oh, da ist auch... Da sieht man das Dach dann auch so ein bisschen von oben. Zack. So. Hier hinten auch. Also wie gesagt, das ist dann so, doch so ein bisschen eskaliert. Hier ist nichts weiter drin. Das ist einfach nur zugebaut. Ich hab doch eine Axt, was mache ich denn hier? Ah, hier ist nichts weiter, hier ist auch kein Fenster oder sowas, also da ist echt... Das lasse ich, glaube ich, so zu oder baue so eine kleine Leseecke rein mit ein paar Bücherregalen oder so, mal gucken. So, nächstes Stockwerk. Ist dann schon ein bisschen enger. Ach, hier haben wir dann hier... Wenn sich's denn irgendwann aufbaut. Hier hätten wir theoretisch auch einen schönen Ausblick. Hier hätten wir ebenso einen schönen Ausblick. Hier nicht so ganz schön, weil es ein bisschen enger ist. Und dann geht das noch ein höher. Über die Leiter. In das Turmzimmer. Ja, hier kann man auch nochmal was reinbauen. Da kann man dann auch so ein bisschen, ja. Schön. Finde ich gut. Ah, da ist die Welt wieder. Bleibt die jetzt, oder? Ups. Ja, Fackel zu hauen. Ja, ich hoffe, das bleibt jetzt. Ja, und da oben ist ein kleines Oberlicht drin. Aber mehr ist dann hier auch nicht. Das reicht dann ja auch. Also das Turmzimmer zählen wir jetzt mal nicht mit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, also vier Dachgeschossstockwerke. Ich denke mal, das ist ausreichend. Ja, mit der Einrichtung, da muss ich mal schauen. Ich werde das so ein bisschen trennen hier höchstwahrscheinlich, dass hier noch so semi-öffentlicher Bereich ist für irgendwas. Oh, hier kann man eine schöne Trennwand reinziehen. Oh, das doch mal eben. Ja. Na, komm. Nur mal schauen, wie das dann aussieht hier. Also bauen und aufnehmen, das ist echt nicht so ganz geil. Oh ey, ganz ehrlich. So. Ja, also hier kann man dann so hier zumachen oder nicht zumachen. Hier eventuell zu, dann hat man hier so eine Dachkammer. Hier auch noch irgendwie was.
Dann wohnen dann hier die Angestellten oder sowas. Mal gucken. Und dann kommt man dann hier quasi noch eins höher. Da wohnt dann der Wirt mit seinen Familienangehörigen. Da jetzt hat man den Ausblick dann auch. Aber da muss ich mal gucken, wie ich es dann mache im Detail. Mal wieder übrigens kein Plan für heute. Zack, 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 zack. Hab auch nichts, was ich erzählen könnte. So. Würde ich ja mal fast mal sagen, fangen mal an, so ein bisschen Zimmer einzurichten, oder? Dann kannst du ja noch mal kurz zeigen. Braucht sich das hier auch nicht mehr auf. Der Keller ist soweit voller Ratten. Ups, die ist weg. Zack, zack. So. Zack. Tut mir leid, lieber Ratten. Aber die spawnen ja eh wieder. Verdammt, ich höre gerade meinen Nachbar. Also wenn er gleich anfangen sollte zu bohren. Warte mal. Maus? Sachen abbauen? Hallo? Hänge ich fest? Also bewegen kann ich mich gerade noch. Aber er nimmt keinen Input mehr an. Das ist ja auch geil. Ach, da hier noch? Ja. Ach, das ist die Tastatur. Moment. So. So. Ja, das ist immer noch nach wie vor die tolle beleuchtete USB-Tastatur mit Wackelkontakt, so wie sich das gehört. So, also was ich sagen wollte, wenn es gleich laut werden sollte, ist der Nachbar, der fängt da wieder an zu bohren. Und der Plan heute, wir richten mal ein. Ist hier überhaupt noch Farbe dabei? Nein. Da fällt mir eigentlich überhaupt keine Farbe, ne? Dann würde ich mal sagen, trink noch mal einen Schluck. Macht sogar schon der Strohhalm komische Geräusche. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal eben rüber zur Blumenwiese und pflücken mal ein paar hübsche Pflänzchen. War doch hier in die Richtung, ne? Ach, guck mal, hier kann man auch noch mal erkunden irgendwann. Wobei mich nicht wundern würde, wenn ich hier auch schon mal gewesen wäre. Ist das noch eine Katze? Ja, also hier, man sieht's, die Katzen, die Nyan Cats, die spawnen hier ohne Ende. Und da hinten ist dann noch die schöne Blumenwiese, die ich jetzt einfach mal ein bisschen roden werde, weil ich brauche ein bisschen Zeug, ein bisschen Farbe. Ich brauche Blau. Ja. Ich will die Zimmer alle so ein bisschen farblich abgestimmt einrichten, also blaues Bett, blaue Sitzmöbel, blaues Sofa, wenn sich's anbietet und so weiter. Dazu brauche ich natürlich entsprechend blauen Farbstoff und den kriege ich von blauen Blumen. Da gibt's ja hier genug von. Ich würde sagen, von jeder Blumensorte nehme ich einfach 20 mit, dann habe ich auch Vorrat. So, 14. 15, 16. Guck mal, hier sind Apfelbäume ohne Ende. Das ist auch schön. 17, 18, 9, na komm, 19. Fliegende Blume. 20. Gib mir deine Wolle. So. Aber 20 von denen, dann nehmen wir mal noch mehr Schafe. Wolle, Wolle. Ist hier irgendwo ein Nest, oder? Ich
Meine Wolle brauche ich natürlich auch für die ganzen Einrichtungsgegenstände. Ich sortiere das mal eben hier unten kurz. Mal nach hinten hier, das kommt mal zusammen. Das kommen wir hier mit hin, die kommt hier unten rein. Oh, habt ihr übrigens schon gesehen, ne? Diamantspitzhacke. Ich habe bei meinem Mod noch mal ein bisschen angepasst, dass sie ein bisschen mehr abwirft und habe dann da jetzt mal ein paar Diamanten gemacht. Und habe jetzt mir eine Diamantspitzhacke gecraftet und ja, haut rein. Ich habe jetzt übrigens keine Spezialtools mehr, sondern die ganz regulären Diamant-Tools werden jetzt gecraftet aus den Diamanten. Das macht die Mod einfach ein bisschen einfacher. So, und orangene Blumen und rote Blumen nehmen wir auch noch mit. Da ist nämlich die ganze schöne Blumenwiese hier bald weg. Da kommt hier ein schöner Industriepark hin. Industriepark Nord. Wer braucht schon Blumen, wenn er Industrie haben kann? Ne, wisst ihr Bescheid. So, 14. Och, ey. Na. 15. 16. Da. Da. Ist auch total spannend, so Blumen abzubauen. 20. Machen wir denen hier auch noch mal ein paar. 3. Mal parallel noch ein paar gelbe mit, ne? Weil, ist so. Da noch eine, hier noch. Ich hoffe, das haut überhaupt hin, was ich gerade plane, mit den Blumen dann die Farbstoffe zu machen. Ja, nicht, dass ich sie jetzt hier umsonst abpflück. Die kommt auch noch mit. Ich glaube, dann habe ich wirklich alles zusammen. So. Naja, blaue habe ich ja genug. Gelbe. Lila. So konzentrierte Arbeit, ich kann überhaupt nichts erzählen. Nicht, dass ich was zu erzählen hätte. Ich könnte mich ja über den Bahnstreik auslassen, aber ich glaube, das hat nun inzwischen jeder gemacht. Deswegen werde ich da kein Wort drüber verlieren. Außer, dass ich jetzt ja Fernbus fahre und nicht mehr Bahn. Au! So. Zack, zack. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich den Lokführern das nicht gönne und dieses Bild, was rumgeht, dass die Lokführer ja so wenig verdienen. Habt ihr nicht gesehen. Da wäre natürlich mal ganz interessant, wie das aussieht mit den Lebenserhaltungskosten. Ob da irgendwelche Unterschiede vorhanden sind, die dann eben auch den unterschiedlichen Lohn begründen könnten. Würde mich nicht wundern, wenn es so ist, aber wie das ja ist mit solchen Bildchen, die werden einfach kopiert und dann hingenommen als, ja, ist so. Ob es dann tatsächlich so ist, ist dann eben die andere Frage. Bald alles zusammen hier. Ja, von dem Blauen habe ich ja schon. Ah, da geht die Blumenwiese weiter. Mehr Industrie, mehr Industrie. Wir brauchen viel mehr Industrie. Gute Industrie. Hochindustrie. Dreckige, rauchende Hochindustrie brauchen wir. Blumen sind überbewertet. Wir brauchen Industrieanlagen. Es muss nur so dampfen. Man muss die Hand nicht mehr sehen können. Dann ist es gut. Ja. Oder so ähnlich. Ich baue mal ein Kohlekraftwerk und dann passt das schon. Sollen jetzt auch alle abgeschaltet werden. Ja. Wird sich zeigen. Oh, da wird dann die Kohlelobby sagen, nö, pflanz mal ein paar Blumen, hast du viel mehr von, aber lass uns in Ruhe die Umwelt verpesten, regenerative Energie sackt ja sowieso, wer bist du überhaupt, wir machen hier die Gesetze, was, Bundeskanzlerin bist du, interessiert mich nicht, ich hab das dickere Auto als du.
Apropos Auto, gibt's in den USA so einen geilen Trend, Autos möglichst umweltfeindlich zu machen, möglichst rauchend zu machen. Das ist so typisch amerikanisch, wir sind die Coolen, wir lieben unsere Freiheit, aber unsere Natur ist uns scheißegal. Hauptsache, wir können mit unseren Autos die Umwelt verpesten, alles andere interessiert uns nicht. Werden Sie schon sehen, was Sie davon haben. Gut, also 20 Blumen. Ach komm. Zack. Ja. Teleporting Home. Nun denn. Jetzt vielleicht. Was auch immer. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Blumen. Und 95 Wolle? Nein. Ist doch Sand, oder? Warum laufe ich eigentlich immer in die Küche? Ja, das ist Sand. So. Ah, Farbstoff funktioniert. 80 Farbstoff, ich denke, das reicht auf jeden Fall. So. Dann würde ich auch sagen, wir fangen mal mit dem Orangenen an. Wir brauchen ein Bett, ein Stuhl und ein Sofa. Einen Stuhl kriege ich ja noch hin, aber wie war das mit dem Bett? Na, ey. Ich denke, das kriege ich hin. Also wir brauchen dreimal orangene Wolle. Ja, keine Sorge, ich weiß, was ich tue. So. Ach, habe ich noch Stöcker hier rumliegen? Ja. Ein Bett. Wie sieht das überhaupt aus mit dem Bett? Okay. Ja. Schön. Kann man also nichts mehr machen, sieht aber gut aus. Okay, das ist die Hauptsache. Also, brauchen wir noch einen Stuhl. Nein, der geht anders. Der bunte Stuhl, der ging anders. Komm. Nächste Seite, nächste Seite, nächste Seite. Das sind auch nochmal andere Betten. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit hier. Nö, da sind mir zu viele unbekannte Items drin. Wo ist denn der andere Stuhl? Ja, vorbei. Habe ich schon gesehen. Komm. Ey, nö, ne? Warum gibt es denn keinen orangenen Stuhl? Da gibt es die weiter hinten. Nee. Orangenen Sessel gibt's. Orangenes Sofa gibt's. Und die ganzen kleinen Blöcke, die gibt's natürlich auch. Wieso gibt's denn keinen orangenen Stuhl? Das ist doch scheiße, sowas. Ich fordere orangene Stühle. Na, gibt's tatsächlich nicht. Ja, damit ist das Projekt Ausbau gescheitert, bevor es angefangen hat. Es ist doch doof. Wieso gibt's denn keinen... Und orangene Lampen gibt's auch... Was gibt's denn? Blau, da, da, da. Dann fangen wir mit Blau an.
es kein Orange gibt, dann schmeiße ich das Orangen halt. Zumindest das Bett kann ich wegschmeißen. Und wenn ich gerade dabei bin, kommen die Ratten noch in den Müll. Die eine Erde brauche ich auch nicht mehr. Die eine Fackel drauf geschissen, die eine Tür drauf geschissen. Brauche nicht so viel Sand dabei. So. Gut. Au. Nom, 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 nom. Und dann passt das wieder. Also, dann machen wir... Wo sind jetzt die blauen Stühle hin? Die waren hier weiter vorne, ne? Hm. Na, wo sind wir denn? Hier sind wir. So. Och, ey. Na gut. Also, ein Stuhl, eine Wolle und eine Farbe. Da könnte ich doch mal rein theoretisch ausprobieren. Oh, wir brauchen erstmal einen Stuhl. Geht das mit der Orangenen? Ja, ich meine, wenn das da nicht drin ist, dann wird das nicht gehen, ne? Aber... Nee, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Fangen wir mit Blau mal an. Schon haben wir einen blauen Stuhl, ne? Immerhin. Auch noch einen blauen Stuhl. Dann wird der blaue Salon ein bisschen größer, ganz einfach. Bett war so. War das so, ne? Nein. War das so? Nein. Ich guck mal lieber nochmal nach. Bett, 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 Bett. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich kriege mal wieder nur die Hälfte mit hier. Ne? Ich sehe nämlich, dass wir schon wieder bei 27 Minuten sind. Das ist voll spannend gerade, ne? Haben wir was getrunken. Immer noch ganz gesunden Kakao, wie sich das gehört. Einen Sessel brauchen wir vielleicht auch nochmal irgendwann. Das sind ja verschiedene hier, ne? Ey, leck mich am Arsch jetzt hier. Da ist das Bett. So, der Stuhl kommt wieder weg. Ja, so falsch war ich dann ja gar nicht, ne? Naja, doch, eigentlich schon. Ey, jetzt. So. Hat zumindest ein Zimmer mal eingerichtet. So. Dann brauchen wir noch einen Tisch. Der ging so. Der Inventar kommt gar nicht hinterher, so schnell bin ich. Gut, ein Bett. Dann gehen wir noch mal gucken. Ein Stuhl, ein Tisch. Ist das der blaue Salon? Nö, das ist zu luxuriös. Da kommt eine andere Farbe rein. Das hier ist der blaue Salon. Also, wir haben ein Bett. Hier hin. Dahin, dahin. Jetzt könnte hier natürlich noch ein Kleiderschrank rein und ein Nachttisch. Kommt das Bett so hin? Hier der Nachttisch hin. Er sieht so hoch aus, das Bett, ne? Oh, ist aber urgemütlich hier. Oh, urgemütlich. So, naja. Eigentlich nein, aber hey. So, wie ging denn der Nachttisch? Hieß das Bedstand oder wie hieß das? Table? Night Table oder? Wie hieß denn das blöde Nachttischgedönse?
ja, die Lampe, die müssen wir auch noch machen. Machen wir erstmal die Lampe. Was ist das hier? Stick. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, was da unten war. Och, sag mal, ey, kann das Inventar mal ein bisschen schneller arbeiten? Eine Slapstick. Das krieg ich hin. Nee, krieg ich nicht hin. Nein. Brauche eben ein bisschen Fackel und dann geht das los hier. Ja. Zack. Zack. Jetzt brauche ich natürlich noch Slabs. Habe ich denn da noch welche? Also guck mal nur zurück. Wir brauchen noch mal eine Runde Slabs. So, jetzt habe ich nämlich die Hälfte schon wieder vergessen. Und Wolle war das. Ja. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Gut. Was denn? Ich hab doch... Ach ey, ich hab eben nicht. Das ist das Problem. So habe ich. Zack. Dann stellen wir die mal auf... Ach, jetzt wollte ich nach dem Nachttisch gucken, ne? Tun wir auf den Tisch? Kann man die auch anmachen? Ja, man kann sie anmachen. Huhu, es werde Licht. Bisschen hell, ne? Nee, egal, da muss er halt bei Licht schlafen und dann passt das schon. Wie ging jetzt dieser blöde Nachttisch? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier, einen Schreibtisch können wir auch noch mal bauen irgendwann, ne? Okay. Naja, gut, die kann man für die Theke benutzen. Night, hatte ich hier nicht Night eingegeben, irgendwas? Ach, das ist Nö, gib nur eine Schublade. Sieht eh besser aus. Das ist aber wieder so kompliziert, ne? Muss ich Schublade bauen erst. Genau. Und... Da kommt unten einmal Wood rein. Ey, Mann, das Inventar, das ist scheiße. Schublade. Oh, ey. Wood und Iron in der Mitte, okay. Da werde ich eh ein paar von brauchen, dann mache ich doch gleich mal ein paar. Naja, immerhin. So war das, ne? Nachttisch. Da brauchen wir... Genau, einen Schrank wollte ich auch noch reinstellen in das Zimmer. Ein Kühlschrank vielleicht nicht unbedingt, das wäre ein bisschen zu modern. Aber so einen ganz normalen Kleiderschrank. Also auch wieder scheißteuer bestimmt. Ja, nö, ist klar. Aber was willst du haben? Drei Schubladen. Das ist aber... Da habe ich doch bestimmt noch eins von da, oder? Und dann drei Schubladen waren das, ne? Meine Güte, ey. Übertreibt man nicht. Wieso gucke ich eigentlich immer irgendwo hin? Zack, zack, zack. Wieso stelle ich da den Nachttisch rein? Oh, nehme ich gleich mal zwei von den Dingern.
Ist ja dann doch Einheitsdekoration hier. So. Ich laufe mal eben mit dem Schrank durch die Gegend. Eckschrank. Zack. Kann der auch was? Ups. Oh, der kann... Ja, der... Nö, da geht da nur nicht so ganz viel rein. Aber... Jetzt haben wir schön scheiße eingerichtetes Zimmer. Na, immerhin. Doppelschrank? Sieht geil aus, aber es ist so scheiß teuer. Und da in die Ecke kommt jetzt noch eine Mülltonne rein. Apropos Mülltonne. Da will ich doch mal eben was zeigen. Was mich doch sehr amüsiert hatte. Und zwar... Na komm. Ist er dabei? Wie ist denn das Scheißding? Wie ist das Trashcan? Ne, das ist der Gute. Moment. Gibt nämlich zwei lustige Geschichten hier. Dann war's das auch. Dann machen wir auch Feierabend. Da haben wir 36 Minuten jetzt voll. Das reicht dann auch. Aber das wollte ich doch eben ganz gerne noch mal einmal kurz zeigen. Oder ist das... Waste irgendwas? Och, ey. Noch mal was getrunken. Nee, es ist der normale Eimer. Wo ist denn das Ding jetzt? Aber wir stimmen schon wieder mal 100 Mal dran vorbei. Ja. Da ist er. Alter, ich gebe hier Suchbegriffe ein, Trash und Can und bla, und er findet den Scheiß nicht. Also gut, trotzdem, wir haben hier Trashcan. Da kriegen wir 3 Stück von. Wir brauchen 3x Stahl und 2 Stahlspulen. Okay, merken wir uns 3x Stahl und 2x Stahlspulen. Um Stahlspulen zu machen, brauchen wir 2x Stahl und 3x Plastik. So. Pass auf, wir brauchen unkomprimiertes Paraffin. Das wird geschmolzen und da kommt dann Plastik raus. Für unkomprimiertes Paraffin. Das wäre so viel schöner, wenn das Inventar schneller wäre. Für unkomprimiertes Paraffin. Da brauchen wir einmal Ölextrakt. So. Ölextrakt kriegen wir aus Unknown Items. Und das sind Blätter. Das bedeutet, wir müssen Blätter zu Öl machen. Wir müssen Öl zu Paraffin machen. Wir müssen Paraffin zu Plastik machen. Wir müssen Plastik und Stahl zu einer Spule machen. 2x. Wir müssen 2 Spulen und 3x Eisen zu einer Mülltonne machen. Da kriegen wir 3 Trashcans draus. Und bis auf rumstehen können die nichts. Die sind einfach nur da und sehen schön aus. Mehr auch nicht. Das andere Ding hier, ja, wo man was reinschmeißen kann, was ich jetzt auch gleich mal machen werde, und zwar mit... Nö, ich behalte das alles. Aber habt ihr ja vorhin gesehen, kann man was reinschmeißen. Da sieht es folgendermaßen aus. Für einen Wooden Trashcan 7 Holz. Mö, fertig. Ne? Wisst ihr Bescheid. Gut. Das ist natürlich die Frage, welchen findet man schöner? Den aus Metall, der nichts kann? Oder der aus Holz, wo man was reinschmeißen kann? Ich sag mal, der aus Holz ist, glaube ich, ein bisschen geiler. So. Und schon haben wir das. Auch dazu gibt es übrigens eine Diskussion. In meinem Test-Wiki.
wo auch nochmal drin steht, ey, ja, ist vielleicht nicht so eine ganz geile Idee, aber hey. So. Es sieht überscheiße aus, ganz ehrlich. Aber egal, das ist so das blaue Zimmer hier, der blaue Salon. Einzig was blaues ist das Bett und die Belege hier. Naja gut, die Lampe. Ja, hier könnte man vielleicht noch einen Garderobenständer reinbauen. Der ging doch auch irgendwie. Ganz einfach. Nee, war das so? Wie ging denn dieser scheiß Garderobenständer? Der würde dann da in die Ecke nämlich kommen. Ja, wir sind übrigens bei 40 Minuten. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, beziehungsweise ich bitte um Verzeihung. Weil wer sich entschuldigt, der meinte es nicht ernst. So. Oder so eine fette Uhr. Wie ging dieses Scheißteil? 1000 Millionen unknown items. Das ist... Stick. Dann sind das alle Sticks gewesen. Da war ich doch gar nicht so falsch, ne? Ne, sind keine Sticks gewesen. Hier war dann wahrscheinlich normales Holz. Nein? Ey, was sind das für beschissene... Guck mal her. So. Also hier oben waren Sticks, das hatten wir nun schon drin gehabt. Und hier unten sind Sticks. Ja. Und da ist hier aber Wood. Okay. Lag ich ja fast richtig. So muss es aussehen. Zack. Ich laufe mit meiner Lanze und meine Lanze mit mir. Kabam. Also, wir haben ein eingerichtetes Zimmer. Und das werde ich mit den anderen Zimmern genauso machen. Ich werde die so ein bisschen individueller einrichten. Natürlich alle. Und ein Klo brauchen die hier nicht. Können alle nach draußen kacken. Hat man früher auch so gemacht. Ja, hier, das ist vielleicht ein bisschen teuer, aber dafür funktioniert's. Haben wir hier die... Und hier. Zack. Blauer Salon, fertig. Haben wir nämlich die... auch mal beschriften. Schilder müssten so gehen wie in Minecraft. Wenn ich denn genug Holz hätte, könnte ich das auch mal ausprobieren. Reicht natürlich. Nee. Immer noch nicht. Machen wir so. Und dann reicht das. 5, 6. Ach, ey. 4 Schilder. Das ist günstiger als in Minecraft übrigens. Also gut, wir haben hier. Ja, und nu? Ha! Oh, wir können sogar mit Farben arbeiten, ne? Kann man auch zentrieren? Nein. Machen wir hier mal. Jetzt muss ich nochmal eben kurz gucken. Hier war die, naja. So, Nummer 1. Blauer Salon. Okay. Ach, der zentriert sich von selber, sieht aber trotzdem ein bisschen scheiße aus. Ja, und nu? Kann man hier? Nein, kann man nicht. Muss man hier mit Pünktchen arbeiten? Fast gut. Kann man wahrscheinlich auch mit Leerzeichen arbeiten. So. Gucken mal, wir haben blauen Salon gemacht. Ja, die Schrift sieht nicht so ganz geil aus, aber der blaue Salon ist fertig. Herzlich willkommen, kann da einziehen. Ja, wir sehen uns nächste Woche, ne? Tschö!